Ja. Ja, warte. Ich höre nämlich gerade, deswegen bin ich wieder bei Hunger. Ich höre sie auf. Carla! Komm zu Ende drauf! Aha. Ah, dein Ding, ja. Weil wir filmen gerade. Felix! Was hab ich gesagt? Felix! Muss ich noch mehr anfangen, sag noch mehr. Es kommt die Müllabfuhr, das ist irgendwie typisch. Ich kenne den Stefan schon sehr lang und ich genieße es einfach so eine Art von... den Kirk. Ich und Namen, ja. Also, das müssen wir nicht ausschneiden, das kann ruhig bleiben, so bin ich. Wirklich. Ich habe schon Zoglauer gesagt, das ist der Franz Froschauer. Also, das schaut dann immer so aus, als ob mir das wurscht wäre, aber ich tue mir wirklich schwer mit Namen. Ich hab's gesagt. Also nochmal. Das gibt's ja nicht. Wir werden auch den und das. Ich diese. Der Schmidt ist ein scharfer Regisseur. Oma? Hallo. Ja, glauben Sie ja nicht, wen Sie vor sich haben. Ja, ich bin von Ihnen abhängig, aber Sie von mir nicht, damit Sie es nur wissen. Geh mal noch, synchronisieren mit Mario Adorf. Weil ich ja kein Filmregisseur bin, verdammte Scheiße. Beim Theater ist der das machen Filmregisseure ja auf. Dann in letzten Satz rein, dass sie es gerade nicht mehr schneiden können. Na super, war das super, war das. Da gibt es von Filsmeier Geschichten. Riesen, Kranzze, Krantotale am Friedhof. Und er in letzten Satz von dir, na super, super, boy. Lass mich runter, lass mich runter. Der Kran gläscht runter, er hupft runter und das ist das Erste, was sie nie machen, vom Kran runter springen. Den Kameramann hat es wieder aufgekatapultiert, weil das Gegengewicht nur für zwei geladen war. Er ist im runter gesprungen, hat es abgeholt und den Kameramann mit vom Haaland, den hat es aufgezogen wieder auf 15 Meter. Der glaubt, das hebt ihm das Beischel aus. Wusch, haben sie gerade noch, haben sie zwar noch draufgehängt und... Also es passiert doch. Ja, sehr gut. Also bitte noch einmal. Was schön war, wenn du so an